So, hallo, wir machen weiter bei unserer kleinen Geografie-Nachhilfe-Projektstunde. Nachdem es jetzt schon wieder ein bisschen her ist, dass ich die letzten zwei Folgen aufgenommen habe, Europa und Amerika, dachte ich mir, hey, so rein typisch Schule, am Anfang der Stunde wird wiederholt. Ja, wir gucken mal, wie viel noch hängen geblieben ist. Es ist jetzt wirklich ein paar Tage her. Ich will mal gucken, wie viel ich noch hinkriege. Ob jetzt wirklich schon das so im Langzeitgedächtnis einigermaßen angekommen ist oder halt nicht. Ne? Okay, so, wie waren hier meine Eselsbrücken? Finnland, Estland, Lettland. Ich bin wirklich gespannt, wie viel ich jetzt noch mitgenommen habe. Bosnien und Herzegowina. Oh mein Gott. Lasst mich denken. Slowakei, Slowenien. Österreich. Slowakei, Österreich, Slowenien. Kosovo, Albanien. Ich meine, ich habe nicht viele Auswahlmöglichkeiten, ne? Ich bin hier oder hier? Eins von den beiden ist Bosnien und Herzegowina. Aber wasch. Oder was ist das? Warte, was war denn das hier? Nee, das war... Nicht, dass ich jetzt komplett lost bin. Ich klicke jetzt erstmal das hier an. Okay. So, Albanien war hier. Okay, Bulgarien. Also... Hier war Österreich, hier war Ungarn, hier war Ukraine. Eines hiervon ist Bulgarien. Ich glaube, das in der... Aber I am not quite sure. Habt ihr übrigens auch erklärt, Nordmazedonien heißt deswegen so, weil Südmazedonien gehört zu Griechenland und das hier war anscheinend nur Mazedonien oder so. Und irgendwie gab es da Stress und deswegen heißt jetzt Nordmazedonien. Nützt mir aber gerade nichts, weil ich Bulgarien nicht hinkriege. Ich würde sagen hier. So, das ist jetzt wieder einfacher. Estland war hier. Dänemark ist klar, Ukraine ist klar, lass mich nicht verwechseln, Österreich, Ungarn, Ukraine ist hier, Schweiz ist einfach, Polen ist einfach. Auch da wurde mir erklärt, dieses Stück hier ist kein Grafikfehler, man sieht es ja jetzt sogar, wenn ich hier drüber fahre, das ist Russland. Das ist ein, Süleykan hat das Wort geschrieben, also so ein Stück, was zu Russland dazugehört. Die vierte, ich habe das Wort vergessen. Aber wenn ihr es wissen wollt, geht unter das Europa-Video durch Süleykans Kommentar an. Vielen Dank dafür. Also ich freue mich über jeden Kommentar. Ne? Wisst ihr? So, Litauen. Deswegen, ihr hier seht es ja, ne? Wenn ich hier drüber fahre, wird es auch mit blau. Sehr, sehr interessant. So, Montenegro war dieses Ding hier. Niederlande ist Klärchen. Weißrussland ist Klärchen. Ah, Rumänien war das hier, richtig. Ist der hätte ich wieder verdreht. Spanien ist klar. Norwegen weiß ich jetzt auch, ist das ganz, ganz außen. Das war es am nördlichsten. Slowenien ist unter Österreich.
Island ist da oben. Deutschland. Luxemburg nicht verwechseln mit Liechtenstein. Lauter so Fails, die einfach einem nachher komplett peinlich sind, ne? Ah, ich wollte es nicht anklicken. Nee, 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 nicht, dass der jetzt hier Italien annimmt. Will ich nicht. Okay. Oh Gott, die Dings verziehen. Eieieiei. So, Kroatien. Kroatien. Ah, hier, ne? Yep. Andorra. Andorra war ein Stück zwischen Frankreich und Spanien. Griechenland ist logisch. San Marino war, glaube ich, das Stück hier oben bei Italien. Dann ist klar, Italien selbst ist da. Finnland ist über Estland. Serbien ist. Ah, Serbien war die Mitte hier. Das war Serbien, richtig. Malta ist hier unten. Nordmazedonien ist. Das hier ist Kosovo, das hier ist Nordmazedonien. Slowakei ist, man sagt es nicht mehr, na, aber ist hier, eben der Tschech. Hi. Ist halt so meine Eselsbrücke, aber man sollte es nicht mehr so sagen, habe ich mittlerweile auch verstanden. Kosovo war das hier, habe ich gerade schon gesagt. Österreich fehlt uns noch. Portugal ist neben Spanien, das wusste man ja auch vorher. Monaco ist zwischen Frankreich und Italien. Belgien ist natürlich unterhalb von den Niederlanden. Jetzt kommt Moldawien, das ist die Mitte zwischen Rumänien und Ukraine. Dann haben wir noch Frankreich. Dann haben wir noch Ungarn, habe ich noch gar nicht ausgefüllt. Stimmt, hier gehört Ungarn hin, da gehört Liechtenstein hin. Irland hat man auch noch nicht. Kommt noch das große Russland. Schweden fehlt noch. United Kingdom. Vatikanstaat. Und das war's. Okay, bis auf. Was war der Fehler? Ich glaube, Bulgarien hatte ich falsch, ne? Hat's soweit gepasst. So. Das Ganze nochmal mit Amerika. Länder Amerika. Let's go. Das wird jetzt wieder spannender. Weil gerade die hier, die werde ich wieder durcheinander bringen, die drei hier. Mindestens die drei, mindestens die drei. Und dann natürlich die kleinen Inseln. Also Ecuador ist hier. Karagua ist eins von den dreien. Ich glaube, das untere. Das mittlere. Ich sag's ja. Ich sag's ja. Uruguay ist das Ding hier. St. Kitts and Nevis war, glaube ich, die äußere hier. Richtig. Peru. War hier. Nee, Quatsch, das war Chile. Ich wollte jetzt Chile. Hier, das da war's. War auch so am Rand, aber eben nicht Chile, sondern hier dieser Rand. Richtig. Antigua und Barbuda. Ich glaube, die hier. Dann die. Dann die hier. Okay. Belize ist das kleine Stückchen hier oben gewesen. Barbados ist die Insel hier drüben gewesen. Kuba ist diese große Insel. Guatemala war, glaube ich, direkt nach Mexiko das Ding. Dominikanische Republik war die rechte Hälfte von dieser Insel. St. Vincent und die Grenadinen, das war jetzt das hier. Kanada. Suriname ist hier unten gewesen. Da gibt's. Ah, guck mal, da gibt's auch wieder so ein Stück. Das ist wahrscheinlich dann auch kein Fehler und gehört irgendwo anders dazu. Finden wir irgendwo raus, wo. Aber das ist so gräulich. Das gehört vielleicht zu einem ganz anderen Kontinent, kann das sein? Sonst hätte es ja eine Farbe, so wie Russland auch eine Farbe hatte. So wie dieses Stück, das gibt's. Das gehört zu einem anderen Kontinent wahrscheinlich. Okay. Also irgendwie vielleicht, keine Ahnung. Weiß es nicht. Jamaika. St. Lucia.
Das ist da unten nicht. Das ist dieses Grenados-Dings. Ah, St. Lucia ist das dritte gewesen. Panama ist die Verbindung hier. El Salvador ist dieses kleine Stückchen. Chile ist hier unten der Rand. Dominica war diese Insel hier. Grenada, jetzt haben wir die Inseln fertig, okay. Bolivien, jetzt geht's wieder los. Bolivien war hier dieses Stück in der Mitte, ne? Richtig. Guyana war hier neben Suriname. Brasilien ist das ganz große. Und hier. So, Venezuela war hier oben an der, am nördlichen Teil von Südamerika. Die Bahamas, klar, ist diese Inselgruppe. Paraguay war dieses Stückchen hier. Trinidad und Tobago ist dieser kleine Teil. Argentinien ist hier unten. Costa Rica war dieses Stück hier. Mexiko ist klar. Haiti ist das andere Teil von dieser Insel gewesen. Kolumbien. Viel bleibt ja nicht mehr übrig. Rum. Okay. Ja. Bin zufrieden. Okay, so, jetzt gehen wir nach Asien. Erst kleine Wiederholung, jetzt gehen wir nach Asien. Oha. Und ich wollte schon sagen, bestimmt sind es jetzt auch nicht so viele Länder. Wie viele Länder sind das in Asien? Kenne bestimmt maximal 10 davon. Oh mein Gott. Wir probieren es aus. Wir gucken, was ich zuordnen kann. Wir probieren es einfach aus. Ich bin extremst gespannt. Es wäre jetzt hier fast schöner gewesen, die hätten den Teil von Europa mit hier angebracht, dass man sich ein bisschen zumindest orientieren kann. Ich meine, ich weiß, dass das da ist Japan, das da ist China. Dann ist da unten irgendwo Vietnam und diese ganzen. Ich, stimmt, hier kommt ja auch dieses ganze Zeug mit Taiwan und ne. Oh Gott, Georg. Wo ist denn Georg? Ist Georgien nicht eine. Oder sowas? Ich würde jetzt einfach hier verschiedene Inseln mal durchklicken. Da ist zum Beispiel eine einzelne Insel. Ich hatte jetzt irgendwie, ich weiß es nicht. Das kann alles nicht sein, ey. Das ist Schwachsinn. Ich habe keine Ahnung, wo Georgien ist. Ich muss jetzt wild raten. Ich weiß nur, wo es nicht ist. Ah, da ist es nicht. Jo, was ist das denn hier alles? Das ist viel zu groß für Georgien. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas Georgien ist, aber ich klicke lieber alles durch, bevor ich komplett lost bin. Da ist Georgien. Okay, also eigentlich grenzt Georgien an Europa ran. Dann ist doch hier drüben. Jetzt haben wir halt die große Karte nicht. Dann ist doch aber hier drüben. Wenn hier Russland ist. Ist da drüben die Ukraine? Richtig? Also halt Weißrussland natürlich auch, ne? Na gut, wir machen mal weiter.
Libanon. Libanon dürfte auch irgendwo so diese Ecke da sein. Ich klicke mal hier mal ein bisschen durch. Aber ich meine, Libanon ist nicht so groß. Es ist aber auch nicht direkt an Europa. Nevermind. Die Malediven, so, das sind Inseln. Wo sind die denn? Da, okay. Das kleine Stück sind die Malediven. Gut. Okay, Nordkorea kriegen wir hin. Das muss ja da sein, wo auch Südkorea logischerweise ist. Das ist dieses Stück hier unterhalb von China, ne? Hier ist China, hier ist Nordkorea, hier ist Südkorea. Ich glaube, das hängt, grenzt so an. Weil ja, man könnte jetzt sagen, der Kommunismus sich von China nach Nordkorea. Nee, ist egal. Okay, Kirgistan, das ist jetzt irgendwo hier dieses Stück. Irgendwo da ist, glaube ich, dieses Kirgistan unterwegs. Meiner Meinung nach ist es nicht sehr grob. Ja, es ist doch ein bisschen größer. Okay. Israel. Israel muss hier ägyptentechnisch unterwegs sein. Warte mal. Ich meine, das hier ist ja Indien. Und hier unten ist ja dann sozusagen Afrika und dann ist dieses. Das sieht irgendwie ganz komisch aus, dieses Stück. So, wenn man den Rest der Welt nicht sieht, sieht das ganz komisch aus. Wo ist denn hiervon jetzt Israel? Das ist doch viel zu weit oben. Ich meine, ich hatte den Gedanken, dass es da ist, aber das war mir viel zu weit oben. Aber wahrscheinlich, weil ich die ganze Karte gerade nicht sehe. Wir müssen uns das nachher mal auf der ganzen Karte ansehen. Dann ergibt es wieder mehr. Ja, doch, 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 das ergibt Sinn. Weil hier ist ja dann Europa, da unten ist ja das. Ja, doch, das ergibt Sinn. Oha, okay, Turkmenistan ist auch irgendwo da in der Nähe von Kirgistan. Ich glaube, das sind diese ganzen Tarndinger an einer Ecke. Ja, okay. Palästina ist natürlich bei Israel. Da kämpfen, da streiten die ja die ganze Zeit. Jetzt weiß ich nicht, ist das hier Palästina oder so ein kleines Stück? Ich glaube, das kleine Stück da, oder? Ja, genau. Das ist ja genau der Punkt. So, Saudi-Arabien ist nicht das Große, sondern ich glaube, nur das kleine Stück hier? Nein? Nein? Ja? Hier? Doch das Große. An was habe ich denn jetzt gedacht? An was habe ich denn jetzt gedacht? Ich weiß es nicht. Okay, Usbekistan muss irgendwo eins davon sein. Jo. Aserbaidschan. Das ist so eine witzige Geschichte, ne, dass Aserbaidschan hier zu Asien zählt, aber zum Beispiel ja immer beim Eurovision Song Contest dabei ist. Just saying. Muss ja dann sehr nahe an Europa dran sein. Da kann ja nicht sein. Nah an Europa ist es dann wohl doch nicht. Da habe ich jetzt irgendwas hier ausgelassen. Habe ich doch alles angeklickt, oder? Hier. Okay. Ach, da. Dachte, das habe ich auch angeklickt. Okay, Südkorea ist wieder logisch. Ist natürlich dann südlich von Nordkorea. Russland ist auch klar. Zack. So. Russland ist weg. Afghanistan. Liegt Afghanistan am Meer oder liegt es in der Mitte? Oh. Ich schwanke zwischen da, da und da. Ja, ich hätte es gleich nehmen sollen. Okay, Katar ist ganz klein. Katar ist bei Saudi-Arabien.
Dann ist das Katar. Ah. So, Indonesien. Indonesien. Schade. Dachte jetzt irgendwo so in der Nähe von Indien. Das hier ist es nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das ist, aber das ist nicht Indonesien. Das ergibt alles gerade keinen Sinn, was ich tue. Das ist Indonesien. Oh, dieses ganze. Okay. Und hier ist noch ein extra Stück, was nicht zu Indonesien dazugehört. Das ist Indonesien. Schau mal einer, guck. Hätte ich jetzt als irgendeines von den Ländern hier genommen. Ja, siehst du, komplett lost. Komplett lost, der Junge mal wieder. Hier ist wieder was Graues, was nicht dazugehört. Keinem Land hier. Hier ist auch wieder was Graues, was zu einem anderen Land scheinbar gehört. Okay. Fascinating. So, Jordanien. Es sein, oder? Nein, aber dann hier. Nein, da, so groß ist Jordanien doch nicht. Doch ein etwas kleineres Land sein. Da gibt's ja jetzt nicht. Hier noch was aus? Habe ich das nicht gerade ange. Manchmal war. Habe ich das gerade nicht. Ich habe doch hier die durchgeklickt. Habe ich das nicht mitgenommen? Weil ich wollte schon sagen, es muss hier auch in der Nähe so europatechnisch noch ein bisschen sein. Die Philippinen, das ist eine Inselgruppe. Nachdem das hier Japan ist, könnten das hier die Philippinen sein. Laos, Laos, grenzt an China, meine ich. Ist klein, das ist Laos. Schade, das ist Laos? Ich dachte, das grenzt an China. Laos ist doch nicht so groß. Ja, eben. Dann grenzt es doch nicht an China. Ja, schade. Oder ist Laos halt doch ein bisschen größer und grenzt halt trotzdem an China? Oha! Hätte ich deutlich kleiner geschätzt. So, Vietnam. Ich darf es jetzt nicht mit Thailand verwechseln. Vietnam grenzt auf jeden Fall auch an China, aber das ist mir zu groß für Vietnam. Ist Vietnam so groß? Aber Thailand ist auch nicht so groß. Aber Thailand ist doch nicht da oben. Was ist denn dieses Große da oben? Ich nehme jetzt, ich klicke es mal an. Das ist, habe ich mir schon gedacht. Ich meine, eins von denen hier ist Vietnam. Nachdem es jetzt nicht mehr Laos ist. Oder ist nicht hier Thailand? Das ist doch auch Thailand. Ah! Ist hier Vietnam? Das ganz außen ist Vietnam. Das ganz außen ist Vietnam von dieser großen Landzunge hier. Das ist Vietnam. So, wie merke ich mir das jetzt? V ist im Alphabet ganz weit rechts. Wenn man es aufschreibt, A, B, C, D, so Zahlenstrahl, Z geht in die positive X-Richtung. Ich hoffe, die Länder hier sind nicht im Alphabet am Anfangsbuchstaben weiter hinter V. Dann kann ich es mir nicht mehr merken, aber das würde funktionieren. Okay. Weil Vietnam, ich sag mal, ist jetzt schon ein Land, was man kennen sollte. Ja? Bhutan ist winzig, aber ich habe keine Ahnung wo. Ich kann jetzt nur hoffen, dass es sich an diese Ahn-Dinge anschließt und irgendwo hier, weil dann wäre es ja doch recht groß. Das ist viel zu groß. Das hier ist alles nicht Bhutan. Das kann nicht sein. Ich hätte gedacht, Bhutan ist winzig. Nicht am Meer. Dieses kleine Ding ist Bhutan. Okay. Okay, Sri Lanka ist eine Insel. Und Sri Lanka ist. Vor Indien?
Armenien. Jetzt sind wir wieder hier. Irgendwo hier. Da, okay. Auch immer beim Eurovision Song Contest dabei. Irak. Irak und Iran sind ja nebeneinander. Und es ist, glaube ich, alles so ein bisschen die Ecke hier. Ist nicht das ganz große Irak und das kleine hier Iran irgendwie so? Ja, bin ich denn komplett? Sind die hier am Rand? Ah, die zwei sind auch noch frei. Dann ist hier, okay. Okay, da war ich da viel zu weit rechts. Myanmar. Ha. Ich bin bei Myanmar wieder so ein bisschen auf Insel-Vibe. Aber ich glaube, ich liege da falsch. Jetzt muss ich, dann muss ich jetzt durchraten. Das ist Myanmar. Okay. Auch eine sehr interessante Form. Also, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt ein Land regieren würde, irgendwie ist das komisch, wenn so mein Land geht hier so an diesem Stück da das, das ist alles noch so mein Land und hier drüben ist aber alles das andere Land. So, wenn die mal in Clinch geraten, was hoffentlich nicht passiert, aber wenn die mal in Clinch, ich weiß gerade nicht, was da ist, aber wenn die mal in Clinch geraten, ist das keine gute Ausgangslage für diesen ganzen Bereich hier. Okay, China ist klar. Bahrain. Uff. Würde ich sagen, ist nicht sehr groß. Ich würde jetzt nur kleine Sachen anklicken für Bahrain. Aber ich weiß halt nicht, wo. Es ist ja alles Quatsch, was ich hier mache. Es ist auch keine Insel. Nee, 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 nee. Irgendwo hier? Auch nicht. Ja, Quatsch, das ist ja auch schon Iran. Glaube ich zumindest. Das ist doch. Hä? Das ist doch. Ich weiß doch, warum kriege ich das überhaupt an? Ich weiß doch, dass es das nicht ist. Das hatte ich jetzt noch nicht. Das hatte ich noch nicht. Ist viel zu groß. Ich weiß gar nicht, warum ich es anklicke. Aber ich habe doch jetzt alles schon gehabt. Was hatte ich noch nicht? Das Stück da unten hatte ich noch nicht. Das ist aber auch nicht. Kleines Ding ist es auch nicht. Hier ist noch so ein kleines Ding. Das ist Bahrain. Ah, bei Katar, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Jemen. Jemen hört man auch oft in den Nachrichten. Aber wo ist es? Ist es nicht in der Nähe von Afghanistan? Eins von denen dann hier außenrum? Nee. Schade. Wie groß ist Jemen? Da unten ist Jemen. Gott, ich bin's. Kacke. Brunei. Brunei ist wieder in der Nähe von. Brunei ist in der Nähe von Laos, hätte ich gesagt. Aber Brunei hat keinen Bock, in der Nähe von Laos zu sein. Da ist Brunei. Dieses kleine Stück ist Brunei, okay. Oh, warte, wenn hier Griechenland ist. Es kann doch nur das hier Türkei sein, aber das sieht irgendwie komisch aus für Türkei. Wahrscheinlich, weil man den Rest der Welt nicht sieht. Da ist Türkei. Wir müssen uns das echt mal dann auf der Weltkarte gleich angucken. Pakistan. Ich meine, das ist das Stück hier. Schade. Aber eins von denen muss das sein. Osttimor, das klingt schon wieder hier nach Deutschland. Jetzt sagen, es klingt asiatisch, aber ich meine damit, dass es nicht hier diese Westasien-Region, sondern diese Ostasien-Region ist.
Osttimor, aber es klingt auch klein. Und es klingt nach Osten. Damit ergibt es alles schon wieder keinen Sinn, was ich hier gerade anklicke. Das ist so ein kleines Ding. Ich wollte gerade sagen, das ist das Einzige, was noch Sinn ergibt. Der Osten hier von Indonesien. Also dieses kleine Stück, was zu Indonesien ja gehört, hier scheinbar ein Bereich, aber da gehört auch ein Teil dann zu Osttimor. Weil es halt so. Okay, Bangladesch. Nicht bei Jemen? Nein, schade. Also eins von den beiden ist auf jeden Fall Iran. Ist Iran größer als Irak? Ich hätte jetzt gedacht, nein, aber vielleicht ja doch, dann ist das Bangladesch. Auch nett. Das Große hier ist doch auch nicht Bangladesch. Das Kleine? Hatte ich schon, ne? Bangladesch ist nicht hier vorne, dann ist es weiterhin. Nee, gerade bei Indien! Ja, natürlich ist es bei Indien. Warum bin ich dumm? Warum bin ich komplett. Das war wieder so eine maximale Lost-Geschichte, ne? Malaysia ist hier. Jetzt kommt Taiwan. Ich bin immer noch am Rätseln, ist Thailand jetzt das oder das? Weil das andere ist dann Taiwan, glaube ich. Thailand ist doch nicht so groß. Aber Taiwan, ist Taiwan so groß? Ist weder noch. Hier ist es dann auch. Wo ist Taiwan? Hier außen hat man noch. Ist man noch frei? Das ist doch keine Insel. Scheiße. Ist halt einfach eine Insel. So, Japan weiß ich. Kambodscha. Also, das zu lernen wird richtig schwierig. Die hinzukriegen wird in dem Part nicht mehr passieren. Weil ich da viel zu wenig weiß vorher. Viel zu wenig. Kambodscha. Hätte ich jetzt hier vorne irgendwo hingesetzt. Aber das ist viel zu groß. Habe ich hier vorne schon wieder gar keine Fläche mehr, wo ich es noch hinsetzen kann. Das kann es ja nicht sein. Wieso klicke ich es überhaupt an? Doch hier irgendwas. Da, das Ding ist Kambodscha, okay. Jai. Die Vereinigten Arabische Emirate. Ich glaube, daran habe ich bei Saudi-Arabien gedacht, als ich das hier angeklickt habe. Ah. Okay, Kasachstan. Ist das hier, oder? Aber irgendeins von den. Gro Das ist mir zu groß. Kasachstan ist so groß. Yo. Da passt dreimal die Türkei rein. Ja, Indien ist logisch. Weit hat man auch schon ganz oft gehört. Wisst ihr jetzt mal spontan nicht, wo es. Mache ich das jetzt? Ist Kuwait groß? Ich meine, so. Ich hätte jetzt Kuwait nicht so groß geschätzt. Aber es bleiben fast nur noch große Sachen übrig. Das ist das. So klicke ich diesen kleinen Kreis an, als ob das Kuwait ist. Habe ich jetzt noch nicht angeklickt. Das kann es auch nicht sein. Aber so langsam bin ich verzweifelt. Was habe ich denn jetzt noch nicht angeklickt? Wait a moment. Das habe ich schon. Hier! Das war das Einzige, was ich noch nicht angeklickt habe. Das ganz kleine Stück unterhalb von Irak. Ergibt auch schon wieder Sinn. Die Mongolei. Die ist doch direkt bei China. Ist die so groß? Tatsache. Okay, Tadschikistan, jetzt bleibt nicht mehr viel übrig. Für die ganzen Tarndinger. Oman. Ja, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Das muss doch so ein ganz kleines Ding sein. Irgendwie, weiß ich nicht, bei Malaysia oder so. Schade. Oh Mann, habe ich noch nie als Land gehört. Das muss doch.
Ist groß? Noch nie gehört, ne? Ich klick's jetzt an, aber ich weiß, dass es das nicht ist. Was ist denn Oman? Hier, neben Jemen. Jemen, Oman. Na, das kann man sich eigentlich ja ganz gut merken. Nepal ist das hier? Jetzt, wo das Nepal ist, ist mir jetzt auch bewusst, dass es Nepal ist. Aber damit weiß ich jetzt wieder nicht mehr, wo Thailand ist. Käse. Wo kann jetzt noch Thailand sein? Haben wir jetzt eigentlich Singapur? Das hier ist doch nicht Singapur. Singapur ist so ein ganz kleines. Unten bei Malaysia ist Singapur. Jetzt habe ich Thailand. Das muss jetzt hier sein. Es konnte ja nichts anderes mehr sein, aber es hätte ich nie dahin gesetzt. Schlecht. Ganz schlecht. So, Syrien. Ist, glaube ich, das Große, weil das ist. Ist das hier nicht. Ist der Iran so groß? Weil, wenn das der Iran ist, ist das hier Syrien. Aber Syrien grenzt doch nicht. Grenzt. Oh Gott. Grenzt Syrien direkt an die Türkei? Okay, es grenzt in jedem Fall direkt an die Türkei. Aber unterhalb oder östlich? Der Iran ist, glaube ich, schon recht groß. Nehmt das hier als Syrien. Na, dann ist das Iran. Boah. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. So, jetzt will ich mir das mal auf der Weltkarte angucken. Ja, weil, genau, jetzt. Wenn hier nämlich Afrika dabei ist und es hier direkt daneben ist, jetzt erkennt man auch, dass hier Israel ist. Das hat total komisch gewirkt, weil Afrika gefehlt hat. Jetzt ergibt es auch Sinn, dass die Türkei hier drüben. Ja, jetzt ergibt es Sinn. Was habe ich da für einen Blödsinn eigentlich gelabert, von wegen. Weißrussland ist ganz da oben, das Stück hier unten ist einfach nur Ukraine. Das habe ich mir ja komplett falsch vorgestellt. Ja, moin. Das habe ich mir ja komplett falsch vorgestellt. Schau bitte. Okay, jetzt interessiert mich zwei Sachen. Dieses Stück hier oben. Toll, das ist so grau. Was ist das? Das sieht man jetzt hier wieder nicht. Wo gehört das dazu? Ich dachte, das wird jetzt vielleicht so ein bisschen angezeigt. Wie es hier dann doch anzeigen müsste, dass das zu Russland hier gehört. Auf der Karte fehlt jetzt dieses Stück hier, was doch zu Russland, bin ich jetzt ganz blöd. War das nicht hier? Diese vierte Dings? Ich glaube, das wird hier auf der Karte nicht angezeigt. Na, jedenfalls, auch hier wird dieses Stück wieder nicht. Was ist das? Man weiß es nicht. Boah, wenn wir mal Afrika machen, ne? Die ganzen kleinen Dinger hier. Ich raste ja aus. Ich raste ja komplett aus. Raste ja komplett aus. Aber schon spannend, oder? Was man alles nicht weiß. Ich weiß ja nicht, ob ihr es gewusst hättet, wie viel ihr davon gewusst hättet, aber ich hätte davon nicht viel gewusst. Meiner Schande. Leider gestehen.
Was ich gerade suche. Wahrscheinlich ist es kein extra Land. Ist egal. Wie lernen wir jetzt diese asiatischen Länder? Boah. Also ich denke, ein paar Sachen kann ich mir merken, aber das ist schon heavy. Was wir jetzt erstmal machen zum Unterkommen. Machen jetzt erstmal deutsche Hauptstädte. Oh, wait. Kann ich überhaupt deutsche Hauptstädte? Nur Bundesländer, ne? Das sind nicht Hauptstädte. Das ist nur Bundesländer. Kann ich das auf Deutschland einschränken? Ach, es geht nicht um die Bund. Oh, es geht um die Hauptstädte der Länder. Oh, ich kann dann gar nicht. Okay, Bundesländer kann ich. Okay, ich kann gar nicht. Hauptstädte, ja. Es geht um die Hauptstädte der Länder. Es geht nicht um die Hauptstädte der Bundesländer. Darum geht es gar nicht. Ah, okay, dafür müsste ich. Brauche ich ein anderes Quiz für was? Nee, das gibt's dann hier nicht. Okay. Never mind. Never mind. Wollen wir uns die Flaggen mal angucken? Aber das waren jetzt so viele Länder, das ist kritisch. Das wird ganz kritisch. Wir mal die Hauptstädte durch. Wir können sie einfach mal, ne? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Weil wie viel Zeit haben wir noch, ist gut. Wir haben jetzt 42 Minuten. Gucken wir mal, wie viel ich wirklich sicher weiß und wo ich brutal struggle. Mongolei. Ich habe Pyongyang schon mal gehört, aber das ist nicht Mongolei. Es bleibt per Auswahlverfahren eigentlich nur Ulaanbaatar. Nie gehört. Nepal. Hier bleibt mir eigentlich fast nur Doha oder Kathmandu. Hier auf Kathmandu. Oh, gehört habe ich Islamabad schon mal, aber ich meine nicht, dass das zu Bangladesch gehört, oder? Aber die anderen passen. Also Taschkent oder Islamabad ist wäre meine Schlussentscheidung. Wir nehmen Islamabad und stellen fest, dass es Dhaka ist. Ja, okay. Sehr gut. Kirgistan, ich habe keine Ahnung. Ich könnte irgendwas anklicken, außer Ulaanbaatar. Bischkek. Kek. Afghanistan müsste Kabul sein. Das ist das Erste, also was mir sagt, das könnte passen. So. Aserbaidschan ist Baku oder Phnom Penh? Aber Phnom Penh klingt viel zu asiatisch für Aserbaidschan. Es muss Baku sein. Syrien ist Damaskus. Ja, okay. Bangkok oder Hanoi? Hanoi gehört. Ja, es ist ja nicht Vietnam, es ist ja Thailand. Thailand ist Bangkok. Malediven. Male ergibt irgendwo Sinn. Malaysia ist Kuala Lumpur.
Jetzt, wo ich es lese, meine ich, es ist Kuala Lumpur. Jordanien. Wisst ihr, das Einzige, was Sinn ergeben würde, weil hier neben ist ja Israel. Wäre fast Ost-Jerusalem. Ich meine, Jerusalem. Was ist denn Ost-Jerusalem? Das ergibt aber irgendwo Sinn, weil das im Osten so von. Also irgendwie ist es komisch. Ich nehme trotzdem Ost-Jerusalem. Schade, es ist Amman. Nee, dann ist Palästina Ost-Jerusalem. Ich bin ja komplett dämlich. Nordkorea ist Pyongyang. Das weiß ich auch. Usbekistan. Geh auf Aschgabat. Taschkent. Kasachstan. Bleibt eigentlich nur Sanaa übrig. Nur Sultan. Aha. Bin ich jetzt blöde? Ist nicht Bagdad? Bagdad-Saudi. Jetzt Bagdad anklicke, ist es wieder peinlich. Ich klicke es aber an. Irgendwie sagt mir Riad. Riad. Okay. Okay, scheinbar, ja, das war das ganz kleine Ding unten bei Malaysia. Richtig, dann ist es Singapur, Singapur natürlich. So, Armenien. Üflis, Manama. B oder C? A. Georgien, jetzt ist aber Tiflis dran. Yes. Also, wenn schon Sri Lanka ist und es gibt eine Hauptstadt, die Sri Jayawardenepura Kotte heißt, kann es ja nur die sein. Osttimor, das war da unten bei Indonesien. Geh auf Dili. Alles andere hätte ich jetzt ausgeschlossen. Israel ist Jerusalem. Oh Mann. Riad ist ja schon raus, das war ja schon Saudi-Arabien. Ost-Jerusalem ergibt überhaupt keinen Sinn. Hat man Amman schon? Dann ist es Maskat oder Amman. Ich gehe auf Maskat. Wobei Oman, Amman. Irgendwie würde es passen. Schade. Chance vertan. Kabul und Katar. Ich habe zu keinem dieser vier. Nein, Jerusalem kann ich ausschließen. Mal Maskat. Doha. Der Türkei ist Ankara. Kambodscha. Dakar habe ich auch schon mal gehört, aber ist es die Hauptstadt von Kambodscha? Im Dushanbe. Oh, das war Phnom Penh. Bhutan. Diesmal Maskat. Schade, Maskat kriegt einfach immer noch keine Chance. Okay, Iran ist Teheran.
Ja, Russland ist Moskau. Indonesien ist Jakarta. Pakistan ist Islamabad. Oder? Ja, doch, 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 ziemlich sicher. Turkmenistan ist Aschgabat? Libanon. Libanon, Manama oder Beirut? Aber Beirut klingt nicht nach Libanon. Oh, ich nehme Manama, aber das klingt auch nicht nach Libanon. Das war auch Beirut. Jemen. Bleibt nur Sanaa übrig. Indien ist Neu-Delhi. Japan ist Tokio. Tadschikistan bleibt eigentlich nur Bischkek jetzt übrig. Südkorea ist Seoul. Oder Seoul, oder wie auch immer man es ausspricht. So, Bahrain. Die Chance jetzt, dass Maskat scheinen kann. Maskat darf einfach nicht scheinen, es ist Manama. Myanmar? Naypyidaw vielleicht? Okay, ganz komischer Name, aber hey. Brunei. Ist lange da vielleicht? Tatsächlich. Kuwait kann nur Kuwait-Stadt sein. Das ist Abu Dhabi. Irak. Hups, total. Oh, wir haben gar keine Musik angemacht. I'm so sorry. Ich habe die Musik komplett vergessen. Cheat. Jetzt brauchen wir es auch nicht mehr anmachen. Ach Mist, tut mir leid, ich habe die Musik vergessen. Bemerkt jetzt mal den Unterschied, wie langweilig die Folge plötzlich sein wird. Ah, hier, Bagdad. Kann ich gelesen. Taiwan ist Taipeh. Vietnam ist Hanoi. Laos ist Bischkek? Vientiane. Philippinen? Manila? China ist natürlich Peking. Und Palästina? Ja, ist Ost-Jerusalem. Gesagt hatte. Oh, wow. Shish. Das jetzt nicht. Nur kurz, weil wenn man das spielt, sieht man immer so im Hintergrund ganz viele Flaggen. Da seht ihr alle Flaggen, die jetzt so vielleicht vorgekommen wären mit der Zeit. Klar, so ein paar erkennt man, ne? Hier Japan zum Beispiel erkennt man sofort. Auch die Türkei erkennt man sofort. Aber dann wieder auf. China da hinten mit dabei. Bin ich blind? Es ist egal. Wir könnten mal kurz so durchgehen, aber ja klar war China dabei.
Ah, das Nepal sieht ja interessant aus. Okay. Ja, aber ich werde auch gerade ein bisschen. Ich denke, dabei belassen wir es. Danke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal wieder mit Musik. Tut mir leid, ich habe es verpeilt. Ja. Ich bin bei fast einer Stunde. Ich bin noch nicht fertig mit Asien. Aber ich denke, ländertechnisch werden wir uns erstmal nächstes Mal noch Europa-Session. Noch Afrika angucken, dass wir die auch mal gesehen haben. Aber mit Asien sind wir noch nicht fertig. Das habe ich jetzt noch lange nicht gelernt. Da gibt es noch ganz viel Bedarf. Aber zumindest die Richtungen haben wir jetzt drin. Zumindest die Richtungen haben wir jetzt drin. Zum Beispiel Jemen war für mich komplett neu. Eben Jemen, dieses Oman. So, das ist jetzt schon im Kopf. Das war für mich aber komplett neu. Okay. Danke fürs Zuschauen und tschüss.